Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wild West Dynasty. So, wir tragen mal wieder zu viel. Und wir müssen aber auch ein paar Bretter herstellen. Weil wir müssen ein Lagerhaus reparieren. Deswegen. Was ist das Klopfen eigentlich immer? Genau, deswegen werden wir jetzt hier mal Bretter machen. 10 Stück. Ja, es gibt genau einmal ein Geräusch und dann nicht mehr. Okay. So, dann haben wir 60 Bretter. Das sollte eigentlich eine Weile reichen. Müssen wir mal gucken, wie viele Baumstämme wir jetzt noch haben. Ein Stein, 32 Holzstämme, 60 Bretter. Ich denke mal, dass das... ein paar Holzstämme können wir wegtun. Da brauchen wir keine 60. Vielleicht sollte ich noch ein paar Steine vorsichtshalber mitnehmen. Weil da hinten kriegen wir ja keine. So, dann machen wir da mal 15 raus. Und haben wir Steine? Kanne, Blei, noch was ist denn das eigentlich hier sortiert? Wir haben Steine, sehr gut. Nehmen wir mal 30 mit. So, wir sind überladen, aber das ist egal, wir reiten jetzt eh. Also wie spät haben wir denn? 12:02 Uhr. Ja, da können wir noch hinreiten. Ups. Und gucken, dass wir das Lagerhaus repariert kriegen. So, bin ich ja mal sehr gespannt. Steine, Bretter, Stämme haben wir alles dabei. Müsste theoretisch okay sein. Ich weiß nicht, ob wir auch Stöcke brauchen. Wenn ja, haben wir halt ein Problem. Wenn ja, haben wir ein kleines, aber feines Problem. So, reiten wir hier den Weg lang. Ich weiß, dass hier einer ist von dem her. Im Sommer sieht man, oder im Frühling sieht man es dann auch wieder besser als jetzt, aber... So langsam kenne ich den Weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt der kürzeste nach Hope ist, wahrscheinlich nicht, aber das ist egal. Ist halt einer, den ich kenne. Und das reicht mir. Damit ist er kürzer, weil ich nicht ständig nachgucken muss. Sondern halt einfach, ja, reiten kann, ne? Wahrscheinlich ist es sogar der längste Weg, den man reiten kann, aber das ist ja mal egal. Aber wobei, wir sind jetzt schon in Hope. Passt. Es gibt ja irgendwie noch den Weg mit dem Aufzug, der ist aber nicht hier. Da müssten wir auch mal hochgehen, ne? Mal gucken, was da oben ist. Aber das können wir bei Gelegenheit mal machen. Jetzt reparieren wir erstmal das Haus hier. So, Hammer. Warehouse. Brett. Wir haben 4 Steine zu wenig.
Och nö. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Jetzt ist der Hammer kaputt. Habe ich noch einen? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt muss ich noch einen Hammer craften. Da geht wieder ein Stein weg. Davon, wovon wir eh schon zu wenig haben. Ja, das weiß ich doch. Okay, wir brauchen noch 20 Stöcke und 5 Steine. Dann holen wir die mal. Müssen wir einfach halt zumindest in ein Gebiet reiten, wo es sowohl als auch gibt. Hier gibt es weder noch. Ah, da hinten bei den Tannen könnten wir Stöcke finden, aber ich muss ja auch eh Steine finden. Und die finden wir hier auch nicht. Also wir haben irgendwie eine Mine oder sowas. Steinmine. Aber bis ich die gefunden habe, da bin ich wahrscheinlich schneller zu dem Ort geritten, wo man definitiv Steine finden. Hier sind nämlich alles nur Redstones. Das sind diese größeren da. Ist halt einfach so ein bestimmtes Gebiet. Und da gibt es halt einfach kein Stein. Kein Holz, nichts. Aber kriegen wir auch in den Griff. Wenn wir hier aus den Felsen raus sind, dann sind wir wieder im Gebiet, wo wir Steine finden können. Okay, Stöcke wird hier natürlich schwierig, ne? Wobei reiten wir noch ein Stück weiter da vorne zum Wald. Da können wir. Ach, hier sind auch Stöcke, sehe ich gerade. Okay, wir können Stöcke sammeln. Und Steine sind hier jetzt auch. Wie viel brauche ich eigentlich? Ja, hätte ich vielleicht gucken sollen. Wir sammeln einfach mal großzügig. Stock und Stein, ihr seid mein. Stöcke braucht man, glaube ich, noch 20 oder so. Steine deutlich weniger. Aber wir nehmen jetzt mal mit, was wir kriegen. Ein Stock, noch ein Stock. Also keine Kondition mehr. New Animals Era found, okay. Gerade überlegt, was für ein Pferd da hinten steht, aber ich glaube, das ist meins. So, wir nehmen mal auch ein paar mehr Stöcke mit. Für den Fall, dass wir wieder einen neuen Hammer craften müssen. Da wäre das ganz gut, wenn wir ein paar Stöcke dabei haben. So, jetzt haben wir gleich 30 Stücke. Oh, und keine Kondition. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, dann reiten wir mal. Jetzt sind wir wieder versorgt.
muss man kurz Kondition holen. Dass wir schnell hier weit durchreiten können, wo hier die ganzen, sind das Kojoten oder Wölfe? Bin ich gerade überfragt, was von beidem das ist. Aber ist auch egal. Wir reiten einfach dran vorbei und stören die nicht weiter. So, dann können wir es jetzt gleich fertigstellen. Denke ich doch, hoffe ich doch. Wäre zumindest gut. Da hinten hätte ich vielleicht auch Stöcke gekriegt, da wo die Art Tannen oder was auch immer das ist, stehen. Aber ich wollte es jetzt auch nicht riskieren. So. Ja, habe ich mir doch gedacht, dass der Hammer kaputt geht. Habe ich mir doch gedacht. Gut, dass wir mehr Stöcke dabei haben. So, sehr gut. Sprich mit Oma Lucy, in die Irre geführt. Das ist aber nicht die Main Quest, oder? Journal. Die Dinge sind nicht immer okay. Sprich mit Oma Lucy. Okay. Ah, die abgeschlossenen Quests. Kann ich nicht mal draufklicken. Okay. Um zu sehen, was das war. Ja, gut. Ist halt so, ne? Gut, dann müssen wir mit Oma Lucy reden. Was haben wir sonst noch an Quest? Die Feldarbeit. Und die Feldarbeit, okay. Ja, dann haben wir hier, glaube ich, erstmal nichts mehr zu tun, ne? Dann reiten wir zu Oma Lucy. Bin mal gespannt, ob hier nochmal wieder eine Aufgabe kommt. Oder ob nicht. Schauen wir mal. Ja, im Frühling können wir da noch endlich die Farben wiederherstellen und gucken, dass wir die alles Nötige ins Materiallager kriegen, um die Stadtquest zu machen, fertigzustellen. Aber dafür brauchen wir halt eben Pflanzen und die wachsen jetzt gerade nicht. Aber kriegen wir auch noch hin. Hoppala, ich wollte eigentlich nur nach hinten gucken. Da ist wohl irgendjemand das Treppengeländer am Putzen. Dong macht's. Also, ich muss da unten lang. Fällt mir gerade so ein. So, wir können zumindest schon relativ lang reiten. Ich weiß gar nicht, ob wir das gelevelt haben oder was auch immer. Aber egal. Ich hätte jetzt eigentlich auch erwartet, dass man nochmal mit den Leuten da reden muss, wenn man das Lagerhaus fertiggestellt hat. Aber offensichtlich nicht. Vielleicht hängt auch das mit Oma Lucy da irgendwie. Nee, das hängt eigentlich nicht mit drin, ne? Das
Das war ja nicht Thema Mine, das war ja, weiß nicht, um was es da geht. Muss ich auch nicht wissen. So. Okay, dann kann man mal noch ein Schlückchen trinken. So, was machen unsere Felder? Muss ich die noch mal wässern? Ist wieder komplett weg. Das ist doch auch wieder ein Bug. Ich mache die fast voll. Dann ist das auch noch fast voll, wenn ich beende. Und wenn ich das Spiel neu starte, so ist komplett das Wasser wieder weg. Das ist garantiert auch ein Bug. Ein sehr lästiger, by the way. So, jetzt müssen wir da wieder alles wässern. Ah, jetzt sind wir wieder überladen. Ach, die Bretter hätte ich natürlich noch raustun können aus dem Inventar, ich Schlaumeier. Bretter und Holzstämme, aber gut. Machen wir das jetzt halt so und machen die gleich raus. Und dann müssen wir mit Oma Lucy reden. Das finde ich echt so, das ist... Ja. Feld verwalten. Jetzt ist wieder voll. So, und dann bringen wir jetzt gerade mal noch die Bretter und Holzstämme weg, dass ich hier nicht so überladen durch die Gegend laufe. Bretter. Oh, ich könnte mal hier gucken, ne? Holzstämme. Das sind gar nicht so viele. Stock. Stein. So, da können wir jetzt gerade noch die Eimer wieder füllen. Einmal können wir hier. Mehr geht nicht. Aber hier wird auch nicht mehr viel gehen. Nope. Und die anderen drei müssen wir hier unten füllen. Ich hatte gehofft, es reicht noch. Ja, der Fluss, da geht das Wasser nicht so schnell aus. So, dann wässere ich das jetzt und wenn wir dann später mal irgendwann wieder das Spiel neu starten, dann ist alles wieder weg. So. Achso, vier Dinger brauchen wir, dass das voll ist. So, das hätten wir. Dann können wir die Eimer auch wegtun und dann reden wir mal mit Oma Lucy, ne? Muss mal gucken, wo die ist. Irgendwie läuft Josephine immer rum, als wäre sie kurz davor, in die Hose zu pullern. Gefühlt. Wo habe ich denn die Eimer? Da. Und tun mal wieder rüber. Schön ist ja, dass die Eimer zumindest relativ lange halten. Ich weiß gar nicht, also zumindest sind sie nicht beim ersten Mal kaputt. Das ist schon mal ein ganz großer Fortschritt. Wo ist denn Oma Lucy? Muss ich das im Journal in die Irre geführt, also zum Verfolgen E drücken. Sprich mit Oma Lucy. So, dann sehen wir doch, die ist da oben. Da hätte ich natürlich lange suchen können. Da wäre ich nämlich nicht drauf gekommen, dass sie da hochgelaufen ist. Definitiv nicht. Hi. Was ist heute Nacht passiert? Heute Nacht? Oh, die Geister haben geheult und geschrien. Hast du sie gesehen? Einer von ihnen wurde erschossen. Na und? Sie sind doch sowieso schon tot. Naja, wenigstens weiß ich, dass es nicht nur ein Traum war. Wenn du Albträume hast, mein Lieber, solltest du ein Glas... Danke, nicht nötig. Sprich mit Kit.
Der hat sie ja erschossen in meinem Traum. Wenn es ein Traum war. So, wo ist das Kind? Da läuft er. So. Hi. Was ist heute Nacht passiert? Sie sind zurückgekehrt. Sie sind zurückgekehrt, um erneut anzugreifen. Ich wusste, sie würden zurückkehren. Wer? Die Geisterreiter. Ich habe einen erschossen. Ich sehe keine Leiche. Die haben sie mitgenommen. Sie hinterlassen nie eine Spur. Diesmal kommen sie nicht mit davon. Nicht in meiner Stadt. Was wirst du tun? Den Sheriff an seine Pflicht erinnern, diesem Wahnsinn auf den Grund gehen. Das ist, glaube ich, besser als den Sheriff an seine Pflicht erinnern. So, sprich mit dem Sheriff. Wir müssen trotzdem mit ihm reden. Okay. Der ist jetzt natürlich wieder ewig weit weg, ne? Wie spät haben wir es denn? 18 Uhr? Ne, dann gehen wir jetzt noch nicht los. Dann gucke ich eher, dass wir ein Happen essen. Und damit auch die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.